Er packt ihn an den Füßen und verschwindet. Nachher hat ihn niemand mehr gesehen. So, jetzt habe ich euch meine Geschichte erzählt. Wer möchte als nächstes? Hey Felix, erzähl mir doch die Geschichte von deinem Bruder. Hä? Du hast einen Bruder? Ja, darum geht es auch um die Geschichte. Ich will mich doch nur verarschen. Nein, jetzt lass genau zu. Es war genau an Halloween, nämlich vor einem Jahr. Es gibt keine Geister da unten. Ihr wollt mir nur Angst machen. Boom! Aha, ihr seid's. Habe ich's doch gewusst. Es gibt keine Geister da unten. Die leben ja noch. Dass wir mit unbedingt am Boss melden. Boss, wir haben Menschen gesehen. Ja. Sind wir sicher, dass sie noch am Leben sind oder nicht? Ja, ganz sicher. Beide stinken nach Menschen. Das ist ganz schlecht. Sie haben die Zwischenwelt schon gesehen und werden alles durcheinander bringen, wenn sie zurück in die sterbliche Welt gehen. Bringen wir sie unter uns. Was warten wir noch? Geht! Habt ihr gehört? Es gibt wirklich Geister. Haben wir doch gesagt. Hör auf, warum späßeln? Die werden uns umbringen. Wir müssen schnell heimkommen. Aber wir? Nein, sie hat uns bemerkt. Das glaube ich auch nicht. Ich sind die einzigen Menschen, die den Greg kennen und haben auch keinen Beweis dafür. Und für die Geister gerade auch nicht. Es ist jetzt bald Mitternacht. Ich gehe jetzt einmal zum euch beweisen, dass es ein ganz normaler Kellerraum ist. Nein, mach's nicht! Das ist gefährlich. Ja, ich will mir ja nur etwas vormachen.